Mahlzeit, Freunde, willkommen zurück zu einer kleinen leuchtangeschlagenen Runde. FIFA 19. Ja, wie ihr hört, bin ich noch nicht wieder so ganz fit, aber was soll's. Wir machen weiter nach dem Intro. Bis gleich. Ja, guten Morgen, ey. Wir haben erstmal einen kleinen Sonntag und ich habe ein bisschen Bock zu zocken. So, da sind wir wieder. Ich habe ein bisschen Bock zu zocken hier auf dem Sonntag. Wir gucken uns mal gerade an, was hier oben auf dem R-Knopf geht. Hier können wir nämlich ein paar Sachen freischalten. Allerdings glaube ich nur für dieses Online-Gedöns. Irgendwelche Bälle und sowas, Spieleverträge. Na gut, das können wir uns dann, glaube ich, angucken, wenn wir die Journey irgendwie durchgespielt haben. Genauso wie das letzte Mal, meine ich. Naja, was soll's. Wir machen definitiv erstmal weiter mit Alex Hunter, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ein Training kommt oder ob es ein Spiel ist. Wir werden sehen. Es ist ein Spiel und zwar gegen Dortmund. Hololololo. Ich bin Auswechselspieler. Wir erinnern uns, verdammt nochmal. Da habe ich ja gar nicht mehr. Partie simulieren, er ist Reservespieler. Lol. Wie krank ist das denn? Jetzt werde ich nicht mehr eingesetzt oder was? Ich habe doch gewusst, dass da noch irgendwas faul ist. Wir gucken weiter. Es ist alles... Ja, okay, dann machen wir hier das kleine Training. Ich cutte das natürlich wieder raus. Wen interessiert der Mist? Wenn ein Video kommt, spiele ich es natürlich ein. Ah, eine neue Wohnung. Nonas, gönn dir was. Du kannst nicht ewig hier bleiben. Schaust du dir wieder diesen Quatsch an? Oh, naja, Michaels Kumpel hat noch mehr Prozente angeboten. Wie oft muss ich dir denn noch sagen? Der Großteil deiner Kohle ist langfristig angelegt. Vergiss es lieber. Er kann sich das leisten bei seinem Gehalt. Da bin ich mir sehr sicher. Ja, da wette ich drauf. Was willst du damit sagen? Du hast kaum noch Klienten, oder, Michael? Und deine Provisionen sind auch mau. Was sagst du da? Das geht so nicht mit diesem Cowboy. Cowboy? Du hast doch jeden Klienten verloren, den du jemals hattest. Du hast Glück, dass Danny so gutmütig ist. Frag ihn, wo dein Geld ist, Danny. Na los, frag ihn! Der Kerl hat nur Misserfolge. Du und ich, Danny, wir kennen uns schon eine Ewigkeit. Mir geht's hier um deine Zukunft. Puh, ja. Keine Ahnung, Alter. Ich halte jetzt einfach mal zu ihm. Sorry, Michael. Aber ich hatte schon eine Weile meine Zweifel. Du hast halt schon einiges verbockt, oder? Außerdem nörgelst du ständig an Ringo rum. Ich kenne ihn schon viel länger. Soll das ein Scherz sein, Junge? Du hörst auf diesen Clown? Der ist doch komplett unqualifiziert, Danny. Sag ihm mal, wo sein Geld ist. In deiner Tasche ist es nicht, so viel ist klar. Das ist Wahnsinn, Danny. Ich war immer für dich da. Für mich bist du Klient Nummer eins. Tja, das bin ich auch nur, weil um dir alle anderen weggelaufen sind. Man sieht sich, Michael. Also ich rechtfertige das jetzt quasi, ne? Er braucht so ein Apartment quasi nicht. Oh, keine Ahnung, Mann. Keine Ahnung, ey. Bob ist wie gesprungen. Scheißegal. Wir spielen jetzt erstmal eine Runde Fußball. Ich habe ein bisschen Bock hier. K.O.-Runde angekommen in der diesjährigen Auch wenn ich immer noch angeschlagen bin. Scheißegal. Jawohl, Hinspiel im Achtelfinale. Jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Heute freuen wir uns auf das Spiel. Oh. Also gegen Manchester United. Hier die Startvorlage. Ja! Yeah. Alter, was geht ab? Aufgepasst. Vielleicht mal wach werden, Boy. United ist eine dieser Mannschaften, vor denen vermutlich im Moment ganz Europa zittert. Ja, Wolf, und das nicht. Herrera. Guck mal hier, jetzt mache ich diesen Hebertrick. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Anstatt einer Flanke halt diesen Hebertrick, ne? So, da habe ich mich gerade mal heute von Danny Williams konzentriert, wie immer. Wissen wir ja, wie torgefährlich er ist. Da muss man als Abwehrspieler immer aufpassen, sonst. Das war ein Pass, den habe ich so noch nicht gesehen. Ich bin ein bisschen mutig, glaube ich, heute. Ohne Scheiß. Ein Zonzi. Ein Zonzi? Hereingabe. Nee, nee. Zack. Das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Nee.
So nicht. Wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Das war sehr, sehr schlecht. Das war Abseits. Die Möglichkeit zu flanken. Nein, das war eine Ecke. Und jetzt gibt's eine Ecke. Oh, ich weiß echt nicht, ob das so gut ist, dass ich jetzt zocke, ey. Also, um euch mal aufzuklären, ich war gestern den ganzen Tag in Hamburg, hab mich tätowieren lassen. Und das an einer Stelle, die schon ziemlich reingezogen hat. Jetzt Ander Herrera. Es hat mich irgendwie ein bisschen fähig gemacht. Oh, da unten. Und Alexis Sanchez. Oh, fuck. Sie holen sich den Ball. Ah, das war so knapp. Florenzi. De Rossi. Spiel mich hier nicht schlecht aus, ey. Und Alexis Sanchez. Der Angriff Schade. Sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler. Ich hätte fast noch den Ball abnehmen können. Aber wir haben den Ball wieder sicher. Reingelaxt. Williams. Da haben sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. Ach fuck, ich hätte viel früher abspielen müssen. Habe ich aber auch noch selber gesehen. Jetzt Batz, Kopfball weg. Und nun Pogba. Wieder nach Unne. Und dann Lauf. Lauf, mein Sohn. Das heutige Duell ein? Ich denk, das wird und wieder der Heber. Für mich nicht viel zu spät. Den Ball hat er. Ganz souverän. Den muss ich viel später ausführen. Viel früher, meine ich. Mann. Spät früh. Florenz. Entschädigung. Zack. Auf geht's. Jetzt Matic. Williams. Nach Unne. Den habe ich gesehen. Und jetzt der Ball auf außen zu Alexis Sanchez. Ey, ich habe den Pass schon längst gedrückt gehabt. Nzonzi. Nzonzi. Lorenzi. Der Pass in den freien Raum. Gut Ach gemacht. Du Scheiße. Dzeko. Tolles Zuspiel. Nee. Noch ist die Chance da. Latte und Tor. Der passt ganz genau. Eieieiei, das war aber wirklich und dann geht der Ball auch noch ein schönes Tor auch noch. Und von da aus ins Tor. Und okay. Das schauen wir uns natürlich gerne noch mal Nein, das machen wir nicht. Warum ist hier überhaupt der Cursor am Start? Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Der hat mich krass geblockt, hast du das gesehen? Ballverlust. Die sind echt krank hier, die Pieps. Warum haben die Romas denn jetzt Einwurf? Und der Rossi. Also, dass es nicht gerade einfach wird, das habe ich eben wohl schon gemerkt, Alter, aber... Also, so ganz will ich das nicht glauben. Also, so ist das ja jetzt echt. Die sind nach wie vor sehr, sehr wichtig, aber es ist schon der größte... Ja, was mache ich denn hier? Das ist nicht wegzudiskutieren. Und es gibt Abstoß. Na, Gott sei Dank. Und das Tor Ohne hier Scheiß. Noch einmal in der Wiederholung. Nee, nicht nochmal. Die erste Halbzeit ist jetzt gleich rum. Und wir machen jetzt hier gleich schön erstmal ein Gegentor. Smalling. Wir müssen nur gucken, wie wir uns hier mal ein bisschen aufstellen können. Williams. Ja. Da oben ist er. Und tschüss. Daneben? Wer hat den denn gehalten? Wer hat den gehalten? Das war doch eigentlich ein sicheres Tor. Oh, fuck. Die Nachspielzeit. Fällt das Tor doch noch? So, jetzt nochmal neu verteilen. Wieder auf die andere. Das macht er gut. Seite, das hat er gewusst. Nein, scheiße. Und zur Pause haben beide Teams noch alles. Mann, so ein Scheiß. Okay, Friends, zweite Halbzeit. Jetzt müssen wir aber hier mal ordentlich Futter bei den Büsche geben, Alter. Ich versuche es hiermit. Ja! Der Ausgleich. Jetzt ja! Ist klasse für auch noch mit Williams. Das ist eine richtig interessante Partie. Oh Gott. Da hat der Heber wieder funktioniert. Was heißt wieder? Da hat der Heber das erste Mal funktioniert. So, jetzt gibt es natürlich auch die Wiederholung dieses Das gucke ich mir natürlich an. Die Flanke war lang unterwegs, aber auch sehr gut reingebracht. Und er ist Und ja eh der. Der Abschluss leicht, klasse gemacht. Der Kopfballtyp bei seinen 1,94 Meter oder so. Ganz sicher, da haben sie Immerhin der Ausgleich, Alter. Gewinnbringend abgeschlossen. Schön zu sehen, wie konzentriert sie da zu Werke gehen. Was war das für ein Geräusch? Jetzt gibt es Freistoß für Manchester United. Oha, Freistoß für mich. Und nun Pogba. Wie selten. Ander Herrera. Paul Pogba.
Und Schuss. Williams! Viel zu doll. Ja, das ist dann doch harmlos. Versuch's ja, mit weniger Kraft. Sie konsequenter spielen. Ja, ist gut. Der nächste Schuss, Erfolg. Guck mal, die Pfiffe. Die Pfiffe einfach. Wir sind ja in Rom. Ne? De Rossi. Deswegen spielen die bestimmt auch so krass. Nee. Nee, nee, nee. Haha, guck, wie schön ich das gemacht habe. Jetzt wird's gefährlich. Ja, das wird tatsächlich gefährlich. Ich möchte das auch nicht. Ich möchte das nicht, habe ich gesagt. Toll vom Torwart. Gut gehalten. Na, dann spiel den mal wieder weit nach vorne. So, Williams. Florenzi. Nzonzi. Strootman. Und das ist der Ballverlust. Zack, da habe ich gut reingrätschen können. Jetzt so, müssen wir nur gucken, dass wir den Ball wieder verteilt kriegen. Minuten zu absolvieren. Komm, schieß mal nach oben. Und Alexis Sanchez. Nee. Schieß mal nach unten. Zu langsam. Scheiße, hätte ich wieder den einen, wie heißt er, B-Knopf, L-Knopf drücken müssen. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Toller Pass. Oh, scheiße, ey. Jo, und da ist der Angriff vorbei. Boah, das war mutig und notwendig. Und an der Herrera. Ah, da sind die Fans sauer. Super Pass. Komm schon. Ball zu Mata. Komm schon. Juan Mata. Flanke jetzt. Oh, gut, aber nochmal. Ist die Gefahr, scheiße. Nicht. Hat er den Kopfball gekriegt? Nochmal hoch. Vom Verteidiger. Runter. Alex. Und tschüss. Bam, Alter. Und drin ist der Ball. Boah, wichtiges Tor. Ganz richtig wichtiges so. Piu, Tor. Nach oben, ey. Scheiße, Mann, meine Nase ist voll zu. Er ja. Richtig gut drauf. Das war für ihn Tor Nummer 2. Zack, zack. Pam, Alter. Nicht schlecht. Und Manchester United ist jetzt. Wir haben das Ding gerettet, ey. Wir haben das Ding gerettet. Und Man United will wechseln. Aber wen? Seine Pässe kommen heute richtig gut die an. Die spielen so krass, Mann. Ich muss meine Lehnen hier erstmal nach oben machen. Jetzt könnte es gefährlich werden. Nee. Da können sie erstmal klären. Egge für den Eindruck. Egge, hat er gesagt. Egge. Und jetzt das Tor von Williams nochmal in der Wiederholung. So, wir gehen wieder rein hier. Ünder gegen El Shaarawy. Jetzt die Ecke. Das aus war. Mehr Hereingabe hätten sie mehr machen können. Echt krass. Scheiße. Pff. Strootman. Chico. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade gesehen habt, aber gefährlich. Ich habe mit dem rechten Stick habe ich eben nach. Blick zur Uhr. Also zum Bitte Spieler hingedrückt. Und hab ihn irgendwie beim Springen damit irgendwie unterbrochen Lücke. Und der Kopfball ging so komplett nach unten. Ich weiß nicht, ob das die Möglichkeit zu flanken. Deswegen war, aber wäre krass. Werd's mal probieren, ob ich das nochmal hinkriege. Das war abseits safe. Abseits, er ist zu früh gestartet. Ja, endlich früh. Hier gibt's einen Wechsel beim AS Rom. Ja, und es wird natürlich jetzt interessant zu sehen sein, wie gut der neue Mann mit dieser Rolle zurechtkommt. Ja, dann lauf mal nach vorne, Williams. Schön dazwischen. Scheiße. Ballverlust. Na, wohin? Ja, wieder und zum Torwart. Bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Jetzt wird hier aber echt heftig gewechselt. Hohoho. Die Fans der Roma am Herrera. Und das. Muss Abschluss geben, gibt auch Abschluss. Schwache Aktion. Hier also ich will mal hoffen, dass ihm der Ball da vom Fuß gerutscht ist, weil das war ja gerade. Naja. Gut, wir gewinnen das Spiel auf jeden Fall. Die Spielzeit ist gleich um. Roma, jetzt vielleicht mit dem Vorstoß. Den Tag nicht vorm Abend loben. Problemlos hat er hier den Ball. Aber trotzdem, ein Dreier, also noch ein Tor, möglich. Allerdings sehr schwer. Vor allen Dingen so. Vor allen Dingen so. Ah. Die drängen auf den Ausgleich. Vielleicht geht jetzt was. Nee, nein. Oh, das war knapp. Mit Grätsche im Strafraum in der Nachspielzeit. Das war gefährlich. Das war gefährlich, aber gut, egal. Da kommen wir noch ran. Da kommen wir noch ran. Das war schlecht. Ballverlust. Das war das Game. In diesem Hinspiel im Achtelfinale der UEFA Champions League. Hinspiel, Achtelfinale, nicht schlecht, ey. Gut, das war definitiv eine krasse Partie. Und wir sehen ja die Freude bei Danny Williams und seinen Kollegen. Das war mal wieder ein Ausrufezeichen. Schöner Sieg, starker Auftritt.
souveräner Auftritt, das vor dieser Kulisse. Souveräner Auftritt? Das verspricht mal einiges fürs Rückspiel. So souverän war das gar nicht. Die Römer geben noch nicht auf. Die Römer. Huch. Na komm. Hier aus Versehen auf den Startknopf gekommen. Alles offen. Ja, es ist tatsächlich noch alles offen, aber puh, Junge. Das war ein Spiel, ey. Meine Fresse. 8,7er Bewertung. Da sollten wir definitiv ein bisschen steigen in unserem Transferwert. ECC. Bei mir steht jetzt der Spieler des Tages. Danny Williams. So, wir wollen ja wieder ein bisschen cooler agieren, ne? Die Mitspieler verdienen den Dank. Die Auszeichnung ist super, aber mein Dank gilt einfach den Mitspielern. Die haben das auch verdient. Ich meine, Spieler des Tages zu sein, ist ein kleiner Extra-Bonus, aber es liegt einfach an den Vorlagen, die ich jede Woche bekomme. Sie sagen es. Danke fürs Interview. Ja, kein Problem, Mann, gerne. Ja, wir sind auf jeden Fall ein bisschen extravaganter als lässig, aber ich glaube, das lässt sich so ganz noch gut dastehen. 8,2 Millionen Transferwert. Wow. Was war das? Extravaganz? Da war doch irgendwie so ein rotes Symbol eben. Vielleicht gucke ich mir das mal in der Aufnahme an. Ja. Das war die heutige Folge, meine Damen und Herren. Ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet oder wann das nächste Video rauskommt. Ist ja immer so ein bisschen, ne? So, ich kann euch schon sagen, was als nächstes kommt. Erstmal ein kleines Training. Ich werde es jetzt schon offline spielen, sodass wir in der nächsten Folge direkt mit dem Spiel starten können. Wie gesagt, bis dann. Tschüssikowski.